Dreijahrestagen und würde ganz gerne noch vorher ein paar Vorabinformationen geben. Zum einen über Änderungen im diesjährigen Programm. Es sieht so aus, dass Miriam Krücke, Dagmar Bartel-Patschkowski und voraussichtlich auch Christine Wiesmüller nicht kommen werden. Also die ersten beiden ist ganz klar, die sind beide krank. Und bei Christine, die ist bisher nicht aufgetaucht und von Regensburg bis hier wird das wohl heute auch nicht mehr klappen. Dafür werden ersatzweise von Matthias Schuld zu dem Thema von Dagmar Bartel-Patschkowski und von Karin Höhn ja, ansatzweise zu dem Thema von Miriam Krücke, da geht es eben auch um Selbsthilfe und Selbstverwirklichung in dem Bereich, angeboten. Des Weiteren wird anstelle von Wolfgang Heuer morgen früh der Anwalt Schneider an den Manser einen Vortrag halten. Das ist derjenige, der dieses Bundesverfassungsgerichtsurteil erkämpft hat. Also insofern eine höchst interessante Geschichte, denke ich mal. Des Weiteren möchte ich schon mal so ein Stückchen hinweisen. Also aufgrund meiner familiären Belastungen habt ihr sicher gemerkt, dass im letzten Rundbrief keine Ausschreibung für die Jahrestagung 2014 war. Wir müssen aber in unseren Planungen ein Stückchen vorantreiben. Wir haben gestern beschlossen, als Thema fürs nächste Jahr zu nehmen, hilf dir selbst, sonst wird dir geholfen. Also wenn euch spontan im Laufe der Tagung einfällt, dass ihr dazu eine AG oder einen Vortrag machen wollt, dann könnt ihr euch direkt bei mir melden. Ansonsten werden wir noch versuchen, das irgendwie anders zu kommunizieren, weil wir Anfang des Jahres das Kurzkonzept fertig haben müssen, um unseren Vorantrag zu stellen. Also insofern seht es mir nach, dass mir aufgrund familiärer Belastungen da einiges durchgegangen ist in diesem Jahr. So, die Technik ist immer noch nicht so weit. Okay, ich denke mal, Herr Schulz hat auch so ein kräftiges Organ, dass er das ohne Mikrofon schafft, oder? Weil wir haben in diesem Jahr nur ein einziges Grußwort, das vom Dachverband, das altbewährte, was wir jedes Jahr haben, aber diesmal durch eine andere Person. Herr Schulz, versuchen Sie es ohne Mikro. Ja, sehr geehrte Frau Fricke, vielen Dank für die Einladung. Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte Sie als Vorstandsmitglied namens des Dachverbands auch herzlich grüßen. Es ist für uns immer wieder eine spannende und interessante Unterstützung, Sie bei Ihrem Vorhaben mit zu unterstützen, mit dieser Tagung vorzubereiten und auch hier anwesend zu sein und in der Begegnung mit Ihnen die eine und andere Anregung, die wir Profis ja auch immer wieder brauchen und dringend, auch die Auseinandersetzung und die Diskussion mit Ihnen benötigen, die wir hier mit Ihnen erleben dürfen. Ich möchte als einen weiteren Punkt noch mal sagen, dass wir Grüße von der Frau Hunsänger bestellen sollen, die ja immer jedes Jahr das hier mit managt und das Tagungsbüro macht. Die konnte diesmal nicht mitfahren und dabei sein, aber sie hat alles, wie Sie gemerkt haben gestern, bestens vorbereitet, sodass es trotz einiger Verzögerung, glaube ich, mit dem Eintragen alles sehr gut geklappt hat. Dafür möchte ich mich noch mal herzlich bei der Frau Görres und bei den Herrn Neser von der Geschäftsstelle bedanken, dass es dennoch so wunderbar geklappt hat. Und so in diesem Sinne wünsche ich Ihnen für Ihr wirklich sehr spannendes Thema, für die spannenden Einzelthemen, nämlich auch die Auseinandersetzung mit der ganz aktuellen Diskussion über die Anwendung von Gewalt in Krisensituationen. Und dafür wünsche ich Ihnen einen guten Verlauf und spannende Gedanken. Und ich habe ja das so im Laufe der Zeit auch erfahren, das eine und andere spannende Papier von Ihnen, was uns sicher in unserer gesamten Arbeit hilfreich sein wird. Vielen Dank, Frau Fricke nochmal vielen Dank und Ihnen wünsche ich einen guten Tagungsverlauf. Also den Dank an die Geschäftsstelle des Dachverbandes kann ich mich nur voll und ganz anschließen und ich möchte auch an dieser Stelle Christine Hunsinger, unser BPE-Mitglied, ganz besonders hervorheben, weil nämlich Christine, also Frau Wendt, die das sonst federführend gemacht hat, krank war in diesem Jahr und Christine mit ihrer Teilzeitstelle im Grunde genommen die ganze Tagung vorbereitet hat. Also diejenigen, die hier am Stand stehen, haben die
Kernerarbeit vor Ort in Bonn nämlich nicht gemacht. Nein, das war alles, das war alles Christine. Und von daher würde ich gerne sozusagen euren ganzen Applaus irgendwie weiterleiten an Christine. Ja. Bitte. Ich nehme das ganz gerne mit und ich habe eine Bitte. Ich habe eine Frage, warum der BPR nicht mehr was? Wir machen einen guten Preis. Ja, und dann machen wir das. Vielleicht eine Woche oder zwei Arbeit. Dann stellst du auf den Antrag beim BMG, machst den gesamten Verwendungsnachweis. Alles kein Problem. Kriegst du das Ding hier zum Laufen? Ja, das ist geduscht. Und gekämpft. Was wolltest du denn kämpfen? Ich wollte. Also, trotzdem könntest du auch mal Frau Görres zu Ende reden lassen. Ganz kurz. Ich habe eins, zwei. Danke. Ich habe ein. Das mit der Tagungsorganisation müssen Sie intern diskutieren. Aber ich habe eine ganz große Bitte an Sie alle, die Sie die Frau Hunsänger kennen. Wenn Sie so lieb wären, der Frau Hunsänger diese Karte mit zu unterschreiben, ich nehme die mit ins Tagungsbüro, die wird sich super freuen, wenn ich ihr die einfach mitbringe. Weil sie hatte auch jetzt ganz viel um die Ohren und hat das trotzdem, finde ich, wie ich super gemacht. Und sowas freut und wärmt das Herz. Also wer mag, gerne mit unterschreiben im Tagungsbüro. Die ist vielen Dank. Klein, die Karte. Ja. Ich habe noch eine zweite, das ist ein netter Hinweis. Ich klebe die dran. Wir können ja vorne drauf noch unterschreiben. Ja, genau. Okay, dann kommen wir schon zu unserem ersten inhaltlichen Punkt. Der Detlef Tintelott wird uns jetzt einen Vortrag halten zum Thema Qualität in der Psychiatrie. Lieber Detlef, du hast das Wort. Auf der Seite www.linke-t-shirts.de. Ohne jetzt Werbung zu machen. Linke-t-shirts.de. Wer es kaufen will. Aber nicht nächstes Jahr, dann sollten wir uns absprechen. Ja? Alle mit dem T-Shirt. Genau. Ich würde 15 Euro plus Versand. 110. Guck einfach mal. Das linke T-Shirt kostet schon was. Ist nicht billig. Billig ist es nicht. Bin fertig. Also, wir sind fertig. Ja, fertig. Okay, erstmal schönen guten Morgen alles zusammen. Ich hoffe, ihr habt einigermaßen schlafen können. Das ist ja manchmal Jugendherberge nicht so einfach. Ich hatte auch mal Probleme. Ja, ich möchte mich zunächst mal vorstellen. Mein Name ist Detlef Tintelott. Ich bin 48 Jahre alt und wohne seit fast 20 Jahren im schönen Bremen. Ich habe vor einigen Jahren die Ex-In-Ausbildung gemacht und habe dadurch vor einiger Zeit einen Job in einem Wohnheim bekommen, wo ich psychisch Kranke betreue. Ein offenes Wohnheim, muss ich dazu sagen. Ich bin im größten Klinikum, also größten Psychiatrieklinikum in Bremen als Patientenfürsprecher tätig, offiziell ernannt von der Senatorin. Ja, das ist, bewegt einen schon, was man da so erlebt mit dem Thema Zwang und Gewalt. Zwischenfragen? Ist Bremen links agiert? Bremen ist SPD und Grüne. Zu rechts, also rechts. Nee, ist links, links der Mitte, oder? SPD ist rechts. Wo ist naja. Die Linken sind bei uns auch im Parlament, aber Rechte haben wir auch einen. SPD ist links der Mitte, oder? Was ist die Mitte? Die Mitte sagt immer, die CDU ist die Mitte. Ist links regiert. Aber es wäre schon ganz schön, wenn wir seinen Vortrag mal zu Ende hatten. Ja, wir haben anschließend ja noch ungefähr eine halbe Stunde oder ein bisschen längere Zeit darüber, das Thema Qualität in der Psychiatrie, was ich hier vortrage, zu diskutieren. Ja. Ich wollte mich jetzt mal vorstellen. Ich habe 1997 den Landesverband in Bremen mitbegründet, bin seit 1998 bis jetzt durchgehend dort im Vorstand und seit vielen Jahren im erweiterten Vorstand des BPE. So, dann muss ich mal die Brille wechseln. Diese Brille mit Alter schon.
So, das Ganze dauert etwa 25 Minuten, schätze ich, und Fragen am besten anschließend während der Diskussionsrunde, weil ich sonst nicht schnell genug durchkomme. Ne? Lass dir Zeit. Wir haben ja ein bisschen Zeit eigentlich, weil wir nur ein Schlusswort. Genau, ich fange ein bisschen früher an als geplant. Also Thema lautet Qualität in der Psychiatrie. Qualität ist ein Standard, der ständig im Wandel ist. Dies hängt von der wissenschaftlichen Entwicklung, den ethischen und moralischen Vorstellungen und Werten der Gesellschaft und dem nationalen und internationalen Austausch ab. Eine psychische Erkrankung ist eine Erkrankung der Seele mit verschiedenen Ursachen und Auslösern. Die Kirche hat früher, als sie noch mächtig war, bei psychisch kranken Teufelsaustreibung gemacht. Die Nazis hatten psychisch Kranke als unwertes Leben bezeichnet, sie sterilisiert oder ermordet. In einigen Gegenden Afrikas werden heute noch die Patienten unter einem Baum festgekettet, weil man sie nicht behandeln kann. In Europa konnte man früher für einen Eintrittspreis die Irren in der Anstalt ansehen, wie im Zoo, damit die Irrenanstalten finanziert werden konnten. Und hier taucht auch schon ein wichtiger Punkt auf, die Finanzierung. Diese übernehmen in Deutschland die Krankenkassen. Sie entscheiden, welche Behandlung bezahlt wird, welche nicht. Damit haben die Krankenkassen Einfluss auf die Behandlung und damit auf die Qualität. Wenn die Kassen sagen, wir bezahlen keine Elektrokrampftherapie, dann wird diese Art der Behandlung verschwinden. Oder wenn die Kassen bestimmte Psychopharmaka nicht mehr bezahlen, weil sie keinen Nutzen haben, werden diese nicht mehr verordnet. Auf den Tagessatz in den Kliniken, das sind etwa 300 Euro pro Tag, haben die Kassen auch Einfluss. Wenn eine Klinik starke Gewinne abwirft, weil zu wenig Therapie angeboten wird, kann der Tagessatz gekürzt werden oder die Kliniken werden gebeten, mehr für die Patienten anzubieten. Auch die Politik hat Einfluss auf die Qualität. Sie macht die Psych-KGs, sind in einigen Besuchskommissionen vertreten. Die Politik kann das Betreuungsrecht ändern und zweckgebundene Gelder an Kliniken geben. Natürlich kann sie den Kassen bestimmte Vorgaben machen, was sie zu zahlen haben. Aber die Kassen können sagen, dass zum Beispiel nur ein billiges, nachgemachtes Medikament bezahlt wird. Oder bestimmte Leistungen werden von verschiedenen Kassen unterschiedlich bezahlt, beziehungsweise auch nicht übernommen. Die Bezahlung von Leistungen ist Verhandlungssache. Das wird dann halt überwiegend in Berlin verhandelt. Die Richter haben dadurch Einfluss, dass sie die Unterbringung, die Zwangsbehandlung und die Einrichtung von Betreuung genehmigen müssen. Dazu gibt es Anhörungen mit dem Patienten, wo sich der Richter ein Urteil bildet. Die Presse nimmt ebenfalls Einfluss durch die Aufdeckung von Skandalen, zum Beispiel im Maßregelvollzug, jetzt aktuell im Monat. Heute werden auch die Erfahrungen von Patienten und deren Angehörigen in die Entwicklung von Qualitätsstandards aufgenommen. Man schaut auch mal in andere Länder und steht im internationalen Austausch. Dinge wie Soteria, Home Treatment und Ex-In sind international verbreitet. Die Frage ist nur immer, wer bezahlt. Wenn man die Qualität verbessern will, muss man durch die Politik die Rahmenbedingungen verbessern, die Krankenkasse vom Sinn neuer Behandlungsmethoden überzeugen und die Mitarbeiter in der klinischen und ambulanten Versorgung schulen. Dann braucht man noch wirksame Methoden, um die Qualität zu kontrollieren. Es ist also eine Sache des Geldes und des Kopfes, wie sich Qualität entwickelt. Es gibt Kliniken, die wunderbar ohne Androhung von Zwangsmedikation funktionieren. Für andere Kliniken geht eine Behandlung nicht ohne Medikamente. Einige Kliniken schulen ihr Personal regelmäßig zu Zwangsmaßnahmen wie Fixierung und wollen nicht ohne Zwang und Gewalt arbeiten. Bei den Mitarbeitern, die für die Patienten das Wichtigste in der Behandlung sind, muss sich bei vielen an ihrer Einstellung etwas ändern. Dazu sind Schulungen mit ehemaligen Patienten sinnvoll. Schöne Gebäude nützen nichts, wenn von den Mitarbeitern Zwang und Gewalt ausgeht oder sie nicht deeskalieren können.
Einige Studiengänge werden von der Pharmaindustrie gesponsert. Wir werden die anstehenden Psychiater entgehen, Entschuldigung, welches Medikament man wann geben kann. Nur diese Medikamente haben starke Nebenwirkungen und können süchtig machen. Daher machen Psychiater in der Regel keinen Selbstversuch mit Psychopharmaka. Aber zur Behandlung gehört auch noch die Therapie, zum Beispiel Ergo- oder Arbeitstherapie, Verhaltenstherapie, Sport und Bewegung, Gespräche mit Psychologen und anderen Mitarbeitern und der Kontakt mit anderen Menschen und Medien ist auch wichtig, um ein normales Leben zurückzukommen. Wichtig für die Patienten auf den geschlossenen Stationen ist der Ausgang. Hier haben einige Kliniken Probleme, den täglichen Ausgang zu gewährleisten. Wenn man den täglichen Ausgang im Psych-KG vorschreibt, kann sich hier etwas tun. Der Gesetzgeber kann auch verhindern, dass Menschen einfach in die Psychiatrie abgeschoben werden und entmündigt werden. Es könnten sich Verwandte durch falsche Aussagen und Anschuldigungen an einen seelisch kranken Menschen bereichern, ihn also abschieben. Das geht leider heutzutage immer noch. Auch Betreuer müssen stärker kontrolliert werden, was sie mit dem Vermögen ihrer Klienten machen. Also da kam es schon zu einem Skandal, dass da ja, Immobilien unter der Hand günstig abgegeben wurden durch den Betreuer. Das System braucht also stärkere Kontrolle. Dazu gibt es die Besuchskommission, Ethikkommission und unabhängigen Beschwerdestellen. Aber man braucht auch Gesetze, um zum Beispiel Kliniken oder Psychiater verklagen zu können. Viele wollen mehr ambulante Behandlung, das sogenannte Home Treatment. Das ist aber nur eine Alternative zur Klinik. Wer möchte schon mit seinen Verwandten sein, wenn es dort vorher Stress gab? Bei Auseinandersetzungen könnte Zwang und Gewalt in der eigenen Wohnung drohen. Die Qualität in der Psychiatrie richtet sich jeweils nach den aktuellen Möglichkeiten und wird in 50 Jahren andere Anforderungen haben als heute. Um Qualitätsziele zu fordern, braucht man ein Grundverständnis zur Psychiatrie. Mein aktuelles Grundverständnis möchte ich hier nun präsentieren. Ich habe es überschrieben: Grundverständnis psychischer Erkrankungen und deren Behandlung in der Psychiatrie. Die Psychiatrie unterscheidet sich von der allgemeinen Medizin, weil es keine klaren Diagnosen mit vorgegebenen Behandlungsschritten gibt. Psychische Erkrankungen sind nicht durch medizinische Tests, also zum Beispiel Blutbild, nachzuweisen. Es ist keine biologische oder chemische Veränderung, die diese Erkrankung auslösen. Psychische Erkrankungen sind nicht ansteckend bzw. von Mensch zu Mensch übertragbar. Es sind Erkrankungen der Seele. Es sind Reaktionen der Seele auf äußere Einflüsse und Belastungen, zum Beispiel Stress, sowie Gefühle wie Liebe, Leid, Kummer und Trauer. Die Diagnosen der Psychiater sind auf Beobachtung des Verhaltens der Patienten angewiesen, damit subjektiv. Es wird heute zu viel als psychisch krank bezeichnet. Man muss zwischen heilbaren und unheilbaren psychischen Erkrankungen, also nach heutiger Definition, unterscheiden. Demenz gilt als psychische Erkrankung, ist aber eher eine biologische Alterserscheinung des Gehirns, die man mit Medikamenten aufhalten könnte, aber nicht beseitigen. ADS, ADHS, ADS, also das ist der hyperaktive Kinder, genau. Gilt als psychische Erkrankung, die man mit Medikamenten behandeln möchte, ist aber eher als Entwicklungsprozess von Kindern zu sehen, der sich auch ohne, in Anführungszeichen, Behandlung einstellen könnte. Auch die schwierige Phase der Pubertät ist nicht psychisch krank. Es stellt sich von selber durch Hilfe anderer Menschen wieder ein. Man muss genauer definieren, was eigentlich psychisch krank ist und was man überhaupt behandeln sollte und wie man behandeln sollte. Aktuell wird alles in einen Topf geworfen. Dadurch kommt es zu Gesetzen, die man als Kollektivstrafen bezeichnen könnte.
Um Demente zum Beispiel fixieren zu dürfen, dürfen alle psychisch Kranken fixiert werden, also jedenfalls unter Betreuung. Um gefährliche Straftäter in der Forensik unter Zwang mit Medikamenten versorgen zu dürfen, dürfen alle psychisch Kranken zwangsbehandelt werden. Auch Autismus gilt als psychische Krankheit. Warum? Früher galten alle als irre oder geisteskrank. Geist und Seele wurden in einen Topf geworfen und damit eine geistige Behinderung der Erkrankung der Seele gleichgestellt. Als krank gilt aber etwas, was vorher nicht da war und durch medizinische Behandlung gesund werden kann. Das heißt, Psychosen, Schizophrenie, Depressionen, Borderline, Manien, ADS und so weiter sind im Laufe des Lebens aufgetreten und sind durch entsprechende Therapien oder auch durch Selbstheilungskräfte des Körpers oder deren Förderung heilbar. Die Medizin muss hierbei spirituelle Methoden zulassen. Die Suche nach der Seele ist mit der Suche nach Gott vergleichbar. Wir wissen, dass es sie gibt, können sie aber weder chemisch noch physikalisch oder biologisch nachweisen. Bei der Definition müssen wir unterscheiden zwischen A, einer körperlichen Erkrankung mit seelischer Ursache und B, einer geistigen oder seelischen Erkrankung mit körperlicher Ursache. Die Medizin bekämpft häufig die körperlichen Leiden, vergisst aber dabei die seelische Ursache. Ein großer Fehler ist es, gleich die Symptome mit den Medikamenten zu dämpfen. Dann kann man die seelische Ursache nämlich nicht mehr erkennen. Die Folge kann eine längerfristige Erkrankung, dann Behinderung genannt, sogar bis ans Lebensende sein. Der Dauereinsatz von Psychopharmaka ist umstritten. Es führt im Durchschnitt zu einer starken Verkürzung der Lebenserwartung. Man möchte Leben retten, aber viele Patienten begehen unter Psychopharmaka oder gerade wegen dieser Medikamente Selbstmord. Eine Zwangsmedikation macht wenig Sinn. Sie ist mit einer Fixierung verbunden. Dieser Ablauf schafft kein Vertrauen des Patienten in die Behandlung. Er wird diese abhängig machenden Präparaten bei der nächsten Gelegenheit absetzen und damit in eine sogenannte Absetzpsychose verfallen. Durch mangelnde Aufklärung und die häufige Unverträglichkeit von Psychopharmaka schafft das System Dauerpatienten, Drehtürpatienten und Behinderte. Viele dauerhaft erkrankte Menschen, die auch unter Dauermedikation stehen, haben einen Rechtsbetreuer und häufig Wohnbetreuung. Sie werden genötigt, Medikamente zu nehmen, sonst drohe die Obdachlosigkeit. Es macht doch keinen Sinn, gleich bei der ersten Auffälligkeit Medikamente zu geben. Nur lässt sich mit Pillen gut verdienen. Es handelt sich jährlich um ein Milliardengeschäft. Es gibt Patienten, denen Medikamente helfen, die diese vertragen und die Pillen gerne schlucken. Nur nehmen diese Menschen dann gegen jedes Problem eine Pille und lernen nicht, Konflikte zu lösen. Am Ende kann die Medikamentensucht stehen. Aber was müssen wir behandeln? Wen müssen wir behandeln? Müssen wir die Menschen einsperren? Müssen wir ihnen Gewalt antun? Man sagt, jeder Mensch kann im Laufe seines Lebens mal eine Psychose bekommen. Diese kann aus genannten Ursachen auftreten und auch von selber wieder weggehen. Der Mensch besitzt Selbstheilungskräfte, auch für die Seele. Dies sollte man zunächst nutzen und fördern. Wenn man schnell Hilfe sucht oder Angehörige dies für einen tun, kann man Schlimmes verhindern. Die Lebensumstände und die Lebensqualität müssen verändert werden, wenn man in eine Krise gerät, danach zumindest. Wichtig sind Informationen und der Zugang zu ihnen. Vorsorge und Nachsorge. Wenn die Selbstheilungskräfte nicht mehr wirken, sind andere Behandlungsmethoden zulässig. Es sei denn, der Patient wünscht einer Patientenverfügung zum Beispiel keine Psychopharmaka. Auch das Einsperren einer Anstalt, ohne Straftat begangen zu haben, ist fragwürdig, wird aber praktiziert. Medikamente gegen psychische Erkrankungen gibt es nicht. Sie dämpfen nur die sichtbaren Symptome. Man kann bei schweren Depressionen Medikamente einsetzen,
Aber eine Garantie, dass sie helfen, gibt es nicht. Häufige Folge der Medikamente ist eine ungesunde Gewichtszunahme mit möglicher Gefahr von Diabetes. Unser Körper reagiert bei Überlastung zu seinem eigenen Schutz mit einer seelischen Erkrankung. Dies bedeutet, es kann jeden Menschen treffen. Nun muss man nicht gleich alles in der psychiatrischen, Klinik behandelt werden. Menschliche Reaktionen sind nicht gleich krank. Durch Folter kann man Psychosen auslösen. Aber was sind dann Fixierung und Zwangsmedikation bei Psychotikern? Warum gibt es vereinzelt Kameraüberwachung auf psychiatrischen Stationen mit Menschen, die unter Verfolgungswahn leiden? Kommt leider vor. Warum machen wir immer mehr Behinderte aus seelisch Erkrankten? Lässt sich mit Betreuung gutes Geld verdienen? Die Psychiatrie ist ein Wirtschaftsunternehmen mit vielen Mitarbeitern und großen Gewinnen geworden. Nur in dieser Dimension völlig unnötig. Wenn wir Gott nicht beweisen können, können wir unsere Seele auch nicht beweisen. Vielleicht zeigt sich Gott nicht als sichtbarer Mensch auf Erden, aus Angst mit Psychopharmaka behandelt zu werden. Ich mache mal eine kurze Pause, einige. Jetzt auf den Es ist ein Kampf zwischen Glaub und Wissenschaft, auch in unserer Gesellschaft. Letztere führt eben zu diesen seelischen Erkrankungen. Die deutsche Psychiatrie verstößt gegen internationale Menschenrechte, sogar gegen das eigene Grundgesetz, zum Beispiel Artikel 1 und 2. Also eine Reform des Systems ist dringend zu empfehlen. Ja, das war mein Grundverständnis und jetzt eine Folgerung aus dem, was ich ihm vorgetragen habe, was überhaupt noch nicht gemacht wird, dass sich daraus ergibt, dass man zum Beispiel erfolgreiche Methoden von Heilpraktikern zulässt und diese von den Krankenkassen bezahlen lässt. So, zur Qualitätsverbesserung und Qualitätssicherung muss ein ganzes Netz in der psychiatrischen Versorgung überprüft und geändert werden. Aktuell spielt auch die UN-Behindertenrechtskonvention eine wichtige Rolle. Dadurch müssen nationale Gesetze geändert werden. Psychiatrieerfahrene werden an der Planung, Ausbildung und Kontrolle beteiligt. Ebenso die Angehörigen. Aber nicht nur Mitarbeiter der Psychiatrie müssen aus- und fortgebildet werden, sondern auch die Richter und Polizisten. Ein Richter kann sich nicht nur auf die Meinung eines Psychiaters verlassen. Polizisten müssen Umgang mit psychisch kranken Menschen erlernen. Wird zum Teil schon gemacht, wenn die Schule. Psychiatrieerfahrene gehören genauso wie die Angehörigen in die Besuchskommissionen. Ich selber bin auch in einer Besuchskommission in Bremen. Was heißt das, Besuchskommission? Die gehen in die psychiatrischen Einrichtungen und kontrollieren, ob da alles rechtens so läuft und machen Berichte an die Behörde und so weiter. Okay. Für die Zwangsunterbringung. Ja, ich verstehe. Genau. Das ist sehr wichtig, die Besuchskommission. Ja. Man kann da einiges erreichen. Unangemeldet. Unangemeldet, genau. Wie die Heimaufsicht auch. Früher im Theresienstadt hat man seinen Besuch ankündigen müssen. Machen wir nicht. Das war ja eine Farce. Ja, wir wollen die Realität mitbekommen. Das war ja eine Farce. Das finde ich gut. Also ich wollte es mal loben. Ja, offiziell. Das war die Nachricht. So, wollen wir anschließend drüber reden? Ja. Gut. Ich brauche noch ein paar Sachen. Auch die unabhängigen Beschwerdestellen für Psychiatrie sollten triadologisch besetzt sein. Das heißt, triadologisch ist hoffentlich bekanntes Wort. Nee. Angehörige, Profis und Betroffene sind das drei. Die in einem, das wird in den letzten Jahren gefördert. Die Kliniken haben interne Beschwerdestellen, möglichst auch eine Ethikkommission und einen Patientenfürsprecher. Also Patientenfürsprecher mag ich in einer großen Klinik. Patienten sollten sich durch eine Behandlungsvereinbarung
eine Patientenverfügung mit Vorsorgevollmacht schützen können. Ja. Die Papiere sollten bei der Aufnahme in der Klinik schnell auffindbar sein. Sinnvoll ist vor allem in Städten ein Krisendienst, der 24 Stunden am Tag erreichbar ist. Die Wartezeiten bei den Psychiatern sollten möglichst kurz sein. Wer erstmals an eine Krise gerät, kann nicht 4 bis 6 Wochen auf einen Termin warten, sondern muss schnell zwischengeschoben werden. Bei uns dauert es 3 Monate. Ja, dann haben wir ein Problem bei 3 Monaten. Ja, eben. Also man kann fragen, Psychiater, ob er einen kurz zwischenschiebt, das machen die manchmal. Ich habe auch schon auf Termine bei meinem Psychiater verzichtet, weil er einen dringenden Fall hatte. Ja. Den habe ich dann vorgelassen. Korrekt. Patienten sollten an ihrem Behandlungsplan mitarbeiten können. Wir brauchen mündige Patienten. Schlecht ist auch die ausgeübte Nötigung und Erpressung in den Kliniken. Pillen schlucken oder keinen Ausgang. Okay. Pillen schlucken oder Aldolspritze. Man muss weg von der reinen Behandlung mit Psychopharmaka. Nebenwirkungen von Psychopharmaka sollten ernst genommen werden und wie auch somatische Beschwerden schnell untersucht werden. Der Patient und die Patienten sollten die Wahl der Klinik und des Arztes haben und zwischen männlichen und weiblichen Therapeuten wählen können. In den Kliniken muss der Patient ein Gefühl von Schutz und Sicherheit bekommen. Wenn dies nicht gelingt, wird eine Behandlung schwierig und es kann zu einer Flucht des Betroffenen aus der Anstalt kommen. Hier ist die Aufnahmesituation prägend für den weiteren Verlauf der Behandlung. Sicherheit kann man dem Patienten geben durch abschließbare Zimmer, also von innen abschließbar, ja, selber. Durch ihn selbst, genau. In die dann nur das Personal von außen eintreten kann und durch abschließbare Schränke und einem Safe für Wertsachen. Die Klinik sollte sich schnell darum kümmern, ob in der Wohnung, also wenn man eingeliefert ist, noch Türen und Fenster zu schließen sind und Raustiere zu versorgen und weiteres. Sollte möglichst in den ersten Tagen, vielleicht schon am ersten Tag erfolgen. Für Patienten, die Raucher sind und ohne Geld eingeliefert werden, muss es einen Fonds geben, da es sonst zu Stress kommen könnte. Also wer als Raucher eingeliefert wird und ein paar Tage nichts zu rauchen hat und rumschnurrt, und das ist etwas nervig. Deswegen haben wir einige so ein bisschen Geld hinterlegt für Leute, dass sie denen da so was leihen, ob sie es zurückkriegen sollen oder so. So, wo ich war. Für seelisch Kranke und deren Angehörige muss das Informationsnetz erweitert werden. Es gibt Seiten im Internet, die Ratsuchenden helfen können, aber diese Informationen. Aber diese Informationen müssen auch in anderen Medien verbreitet werden. Also, Hamburg hat im Internet, wie ich gemerkt habe, das sehr gut gemacht. Da kann man nicht was rausholen. Also, es ist empfehlenswert. Präventionsmaßnahmen müssen ausgeweitet werden. So, dann habe ich möchte jetzt die Ziele zur Qualitätssicherung in 5 Bereiche aufteilen, die ich anschließend erläutern werde. Das ist einmal das Wichtigste, Qualitätsziele in der therapeutischen Begleitung. Das zweite Thema, grundlegende Qualitätsstandard in der Planung, Durchführung und Anpassung der professionellen Hilfen. Punkt 3, Qualitätsziele in der regionalen Organisation des psychiatrischen Hilfesystems. Punkt 4, Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung im regionalen psychiatrischen Hilfesystem durch systematische Stärkung der Interessen der Klienten und durch wissenschaftliche Evaluation, das heißt Bewertung. Punkt 5, gesundheitspolitische Steuerung der Förderung von Qualität und Effizienz im psychiatrischen Hilfesystem auf regionaler, Landes- und Bundesebene. Also zu Punkt 1, die Beziehungsqualität
ist der Ausgangspunkt und die Grundvoraussetzung für die Annäherung an die anderen Qualitätsziele. Hier sind folgende Punkte zu beachten. Eine respektvolle, zugewandte, offene, verlässliche und vertrauensbildende therapeutische Beziehung mit einer guten Balance zwischen Nähe und Distanz. Zwar eine bedürfnis- und ressourcenorientierte, selbsthilfe- und inklusionsorientierte Grundhaltung. Weitgehende Wahlmöglichkeiten für die Klienten in Bezug auf Klinikarzt und Therapeuten. Eine persönliche und fachliche Kompetenz der Behandelnden, insbesondere psycho- und sozialtherapeutisch. Kontinuität in der persönlichen Begleitung, also möglichst auch Begleitung der Wohnbetreuer, wenn man sie hat in der Klinik. Lebensweltbezogene Zielorientierung, das heißt Fähigkeiten fördern, Störungen beachten, eine persönliche Beziehung aufbauen, in Wohn- und Arbeit eingliedern, Freizeitgestaltung fördern, dann niedrigschwelliger und zeitgerechter Zugang zum Hilfesystem, Gespräche mit Seelsorgern und Psychiatrieerfahrenen anbieten, dem Patienten der Klinik ein Gefühl von Schutz und Sicherheit geben, den Patienten ernst nehmen und seine Würde achten, den Patienten über seine Rechte, die Hausordnung und die Behandlung aufklären, also auch was er da schluckt, und ihm Zugang zu Informationen ermöglichen, klare individuelle Regeln aufstellen, also jeder Patient muss irgendwie andere Regeln haben in der Behandlung, das muss man individuell einstellen und nicht für alle gleich, und sich vor allem an Absprachen halten. Anpassen. Der Profi, ja. Der Profi muss sich an die Absprachen halten, sonst wird der Patient etwas sauer auf ihn. Der Patient kein Wunder. Der Patient möglichst auch, ja, aber wenn ich, ja, reden wir anschließend, okay. Also Anpassung der Hilfen nach Art und Zeitaufwand an wechselndem Bedarf, Abstimmung mit dem Klienten sowie unter den Berufsgruppen, Einrichtungen und Leistungsträgern, Beachtung der Genderleitlinien, also diese geschlechtsspezifischen Normen, gibt es seit einiger Zeit. Einbeziehung des Umfelds, nicht psychiatrische Hilfe hat Vorrang vor professioneller Hilfe. Dann ambulante, ortsnahe, lebensnahe, auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Hilfen haben Vorrang. Ein wohltuendes, anregendes, wie schützendes Klima in den Einrichtungen trägt zur Normalisierung bei. Schutz der Menschenwürde und sorgfältige Wahrung der Verhältnismäßigkeit, wenn Grundrechte psychischer Erkrankungen Menschen vorübergehend eingeschränkt werden müssen. Müssen? Ja, ja gut, es ist heutzutage so. Man sagt, es ist jetzt, ich meine, es ist jetzt eine Darstellung, wie es zurzeit ist und nicht, wie wir es uns wünschen. Ja, eben. Es gilt, Zwangsmaßnahmen, Erpressung und Nötigung durch die Eskalation zu vermeiden. Kannst du anzeigen. Ja. So. Räumlich und organisatorisch ist es wichtig, möglichst ein oder zwei Bettzimmer zu haben. Kontakt- und Rückzugsmöglichkeiten auf den Stationen schaffen, ein schönes, angenehmes Milieu schaffen, eine geeignete Bezugsperson für den Patienten finden, die er auch ablehnen kann. Die Mitarbeiter sollten im Team arbeiten und möglichst oft auch Supervision haben. Psychiatrieerfahrene im Team sind erwünscht, das versuchen wir jetzt mit Ex-In zum Beispiel. So, zu dem zweiten Punkt, den ich vorhin hatte als Überschrift. Niedrigschwelliger Zugang zur Behandlung ist dort wichtig. Nutzung aller Möglichkeiten zur Vermeidung von Zwangsmaßnahmen. Vorrang ambulanter Hilfen vor teilstationärer und dieser vor vollstationären Hilfen bei mindestens vergleichbarer Wirksamkeit.
Bei Zustimmung des Patienten kann ein Kontakt zum Umfeld aufgenommen werden, also Partner, Familie, Wohnen, Arbeit, Freizeit, Teilhabe am öffentlichen Leben. Dies dient der Wiedereingliederung. Kontaktaufnahme zur Selbsthilfe kann empfohlen werden. Soll empfohlen werden, genommen werden. Beteiligung, also Selbsthilfegruppen sind ja auch ein gewisser Qualitätsstandard. Ne? Das gehört dazu, das ist wichtig, dass wir das haben. Das ist keine Selbsthilfe. Ja, das sind professionelle Gruppenangebote. Deswegen musst du das ausgrenzen. Kommen wir ja gleich mal mit. Der Dachverband ist auch Selbsthilfe, oder? Dachverband, nein. Vielleicht mal einen Satz. Der Dachverband ist die Organisation der Trägerorganisation, die ambulante Hilfen anbieten und ist triologisch aufgestellt seit 40 Jahren. Also Selbsthilfegelder, Selbsthilfegelder nur, wenn wir Projekte machen, die sich ausschließlich auf betroffenen Interessen beziehen. Also sind Selbsthilfe dann auch? Wir haben Selbsthilfeorganisationen und freie Patienten- und Bürgergruppen sind auch Mitglied bei uns. Und die geben Impulse, um bestimmte Dinge zu tun. Verstanden. Mach ich weiter. Wir können ja anschließend noch eine halbe Stunde beenden. Das ganze Thema. Also, wichtig ist jetzt auch noch eine Beteiligung des Patienten an möglichst allen Behandlungs- und Hilfeplankonferenzen. Es wird ja vorgegeben, bei uns wird das gemacht, diese Behandlungshilfeplankonferenzen. Ja, wenn der Patient dann frei ist, ist es besser. Das ist doch noch gar nicht. Ja, wir haben auch noch Probleme. Ne? Also, das Zwang an Maßnahmen angeht, bei uns ist Katastrophe. Wo ist denn bei euch? Bremen-Ost. Bremen-Ost. Arbeite ich als Fürsprecher und habe da sehr viel zu tun. Es wäre bei uns nicht denkbar, dass ein Ex-Patient. Ja, das ist. Das nachher. Können wir die Diskussion anschließend machen? Ja, wollen wir ein Zeichen, dass wir den Also kann der Detlef jetzt wirklich mal zu Ende vortragen und dann können wir ihr könnt euch ein paar Notizen machen, dann können wir die Punkte, die euch strittig erscheinen, hinterher ausgiebig diskutieren. Ist das okay? Ja. Dauert auch nicht mehr lange. So, zum dritten Punkt, Oberthema, was ich gesagt habe, da zählt zu. Professionelle Begleitung durch ein berufsübergreifend zusammengesetztes Team. Eine Abstimmung mit der Bezugsperson. Und das dritte, Teamkonferenz und Hilfeplankonferenz mit der Erstellung von Behandlungs- und Rehabilitationsplänen auch für die Bereiche Arbeit und Wohnen. So, Punkt 4. Es besteht ein Vertrag unter den Leistungserbringern zur garantierten Pflichtversorgung, die angemessen, bedarfsgerecht und wirtschaftlich sein muss. Es gibt Verfahrensvorschriften zur Sicherstellung von Qualitätskriterien. Es geht um die Regelung von Aus-, Fort- und Weiterbildung und die Koordination und Dokumentation. Psychiatrieerfahrene werden an der Planung beteiligt. Auf ihre Erfahrung kann die moderne Psychiatrie nicht mehr verzichten. Okay. Punkt 5, also was die Politik so ein bisschen machen kann. Die Bundesregierung erarbeitet mit den Krankenkassen Finanzierungskonzepte. Im neuen Gesetz steht, wie lange eine psychische Erkrankung dauern darf. Wie lange denn? Und wie viel oder wenig Geld die Klinik erhält, wenn der Patient eine längere klinische Behandlung braucht. Es gibt Möglichkeiten, Modellregionen zu schaffen, um neue Methoden der Zusammenarbeit und der Behandlung in der Kommune auszuprobieren. Diese werden besonders gefördert. Man kann ein Regionalbudget beantragen. Die Länder können ihre Gesetze wie das PsychoG anpassen und die Länder und Kommunen die Personalbesetzung, Ausbildung, Bezahlung der Mitarbeiter regeln. Eine Zusammenarbeit der einzelnen Leistungsanbieter, Klinik, Wohnbetrieb und Arbeitgeber kann klar geregelt und verbessert werden. Die Bezahlung über die verschiedenen Sozialgesetzbücher SGB 5, 9 und 12 sind zuständig, kann verbessert werden. Das dazu so.
Wie kann man die Qualitäten der psychiatrischen Versorgung kontrollieren? Dies ist oft nur durch subjektive Einschätzung möglich. Es müssen Standardfragebögen erarbeitet werden und wissenschaftlich ausgearbeitet werden. Eine Kontrolle der Einrichtungen erfolgt am besten durch externe Begutachter und vor allem durch eine Nutzerbefragung. In den Heimen schaut die Heimaufsicht gelegentlich vorbei und prüft akribisch die Einrichtungen und ihre Verwaltungsunterlagen. Die kommen noch ungemeldet. In den Kliniken schaut die Besuchskommission vorbei und verschafft sich einen Eindruck durch Begehung und Gespräche mit Mitarbeitern und Patienten. Die Besucher der Kontrolleure sollen unangemeldet kommen. Die Qualität kann man an der Höhe der verabreichten Medikamente, an den dokumentierten Zwangsmaßnahmen, den Entweichungen, an den Beschwerden der Patienten, an der Milieugestaltung, an den Wochenplänen, die aushängen, also da kann man sehen, was an Therapien gegeben wird, an den baulichen Mängeln, und aus Gesprächen mit Mitarbeitern kann man auch Mängel erkennen. Wichtig ist auch die Essensversorgung, dass Vegetarier, Dankeschön. Veganer, Muslime und andere Religionen gibt, die spezielles Essen brauchen. Haben wir ja gestern ja auch mal über das Essen gesprochen in Unterberge. Wie auch bei Allergien, zum Beispiel Laktoseintoleranz. Patienten sollten in Dienste auf Stationen einbezogen. Patienten sollten in Dienste auf Stationen einbezogen werden, zum Beispiel Tischdecken, Zeitung holen, Reinigung der Räume, die eigene Wäsche waschen, kochen, backen, um nicht durch Hotelcharakter hospitalisiert zu werden. Das Angebot von Therapien sollte umfangreich sein, damit der Patient für sich das Richtige finden kann. Einige ziehen Musik und Kunst vor, andere wollen eher in die Arbeitstherapie. Wichtig ist, dass auch auf geschlossenen Stationen möglichst täglich ein Ausflug für alle Patienten angeboten wird, zum Beispiel mit Begleitpersonal. Ist das nicht üblich, dass man Ausgang hat? Wenn die Gelände offen sind, lassen sie nicht jeden rein, wollen raus, meine ich jetzt. Wenn die Beschluss haben, haben sie doch Probleme. Ja. Manche sind ja freiwillig drin und die haben gegen den Willen. Ja. Die moderne Psychiatrie sollte sich an 5 Schlagworten aus dem Englischen orientieren. Das ist einmal Recovery, das heißt Verbesserung, Gesundung, Genesungsprozess. Empowerment, Selbstermächtigung, Förderung noch vorhandener Fähigkeiten. Need Adapted Treatment, kurz mal NAT ab, ist auch ein ganz interessantes Thema, wird von Volkmar Adler, glaube ich, unterrichtet. Das ist eine bedürfnisangepasste Behandlung, da versucht man das speziell auf den Einzelnen zuzuschneiden, dass er in seiner Umgebung bleiben kann und da behandelt werden. Und das ist ein Riesenthema, Volkmar Adler ist das, der macht so eine Ausbildungsform dazu, da gibt es richtige Kurse, da möchte ich auch gerne mal teilnehmen. Ja, sinnvoll. Dann das Wort Resilienz, eine Verbesserung der Belastbarkeit, Widerstandsfähigkeit, also aus der eigenen Krise gestärkt hervorgehen. Man kann es als Stehaufmännchen bezeichnen, das kann man trainieren. Inklusion ist ja bekannt, also dazu gehören zur Gemeinschaft. Mhm. Ja. Zum Schluss jetzt kann man mal feststellen, dass Psychiatrieerfahrene in Zukunft vermehrt am Qualitätsprozess beteiligt werden, weil sie sich halt in Selbsthilfegruppenverbänden organisiert haben. Sie werden immer besser informiert und fortgebildet und stehen den Profis aus jetzt auf Augenhöhe gegenüber. So, ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.